Gibt's denn jedes Plattenkiste hier? Das ist der Übeltitel von gestern. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir mal zu. Weil wir wollen ja keinen Tic-Tac-Tic-Tac hier haben. Kann man nicht mehr machen. Das ist unglaublich. So, Batterie, zack, weg damit und damit hat sich das. Ne? So, Kimsel und Kitos Plattenkiste heute Nummer 29, 27, 28, 30. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Legen wir auch gleich los. Erste Scheibe mal hier wieder auf der Seite. Peter Gabriel, so, Peter Gabriel, 70er Jahre und wieder mal ganz alt. Genesis-Sänger, ne? Konzeptalbum von Genesis damals, Lambda is Down on Broadway. Bis 75 war er, glaube ich, dabei. Dann hat, glaube ich, Phil Collins das Ganze übernommen, der bis zu der Zeit nur Schlagzeug gespielt hat. Peter Gabriel ist so die Scheibe überhaupt. Nur Hits drauf, das Ding. Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up mit Kate Bush, ne? In Your Eyes, Mercy Street, Big Time. Ein Hit nach dem anderen, der Mann. Ne? Total engagiert bei Amnesty International, engagiert sich überall auf der Welt, macht Riesenprojekte, hat seine World-Musikgeschichte finanziert und produziert Bands aus aller Welt, Musikrichtung, Stilrichtung, ob indisch oder afrikanisch. Peter Gabriel, überall seine Finger drin. Top-Typ, Top-Musik, Top-Scheibe. Was soll ich sagen? Ne? Peter Gabriel. So, nächste Scheibe ziehen wir hier raus. America History, jetzt wird es noch älter. 70er Jahre haben wir jetzt hier. Ne? The Horse with No Name war der Hit. Nummer 1 Hit, glaube ich, in England und Amerika. Die hatten, glaube ich, noch 1, 2, 3. I Need You. Aber ich kenne sie nicht. Ich kenne eigentlich nur The Horse with No Name. Ist das Ding von denen gewesen. Damit sind sie bekannt geworden. Geile Band, so Full Pop Band oder irgendwie sowas. Ne? Das Ding ist ja, einfach nur toll. America. Greatest Hits haben die jetzt sogar, ne? Aber ich kenne nur einen, das war egal. Greatest Hits, America, The Horse with No Name ist das Ding, was wir uns sagen. So, und letzte Scheibe, wollen wir heute ganz schnell gehen. Passport, Klaus Doldinger. Doldinger kennen wir alle von Tatort. Der hat nämlich die Tatort-Musik gemacht oder unter anderem auch das Boot. Doldinger selber ist eine deutsche Weather Report-Geschichte, irgendwie so super Saxophonist, der Typ. Früher, in frühen Zeiten, war sogar Udo Lindenberg noch Schlagzeuger bei Doldinger. Ja, Passport selber, super Jazz-Truppe. Ne? Also alles dabei, was Rang und Namen hat. Kurt Kress am Schlagzeug, ne? Weindorf am Keyboard. Ne? Dieter Petrei kenne ich jetzt selber nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Hat mit vielen Sängerinnen gearbeitet, überall, also wirklich ganz klasse, klasse Musiker. Und ich war mal mit meiner Frau ganz kurz in einem Museum in München. Da ist nämlich das berühmte Bootmuseum von, ich weiß nicht mehr genau, wie der Typ jetzt heißt. Und dann waren wir da durch Zufall und zack, zack, war Doldinger da und hat mit seinem Saxophon ein bisschen rumgetrennert, weil die gerade irgendwie ein Rieseninterview für Atte gemacht haben. Ja, und ich war auch da, war toll. Ja, also konnte ich nochmal echt irgendwie so 3-4 Minuten lang Doldinger aus das Boot als Instrumentalversion bzw. als Solo-Version von ihm auf Saxophon hören. War total super. Ansonsten, wie gesagt, Doldinger ist einfach nur top. Gefällt mir, gefällt allen anderen auch. Macht Spaß. Ist happy, happy fun. Und das war's für heute wieder mal. Ich habe keinen Bock mehr heute Abend. Morgen wieder neu. Nee, morgen sind wir in Urlaub. Wir sind 3 Tage nicht da. Yeah, aber ich komme über neue Scheiben irgendwo in Berlin. Bye, bye.